Hallo und da sind wir wieder. Ja, ich habe vergessen, dass hier noch ein Bill-Event kam. Ja, da wollen wir dann mal. Zu One Island. Ja, wir gehen da hin. Nein, ich will da nicht hin. Ja, ich bin zu beschäftigt. I'll be waiting. Aha. Ich glaube, wir müssen. Aber ich möchte meine Toast trotzdem erstmal heilen. Jupp. So. Dann wollen wir mal flott hin. Eigentlich habe ich gar keine Lust. Die Episode. Ich würde jetzt lieber zum Omiya, Reimu und Kanako müssen noch trainiert werden. Dann nehmen wir Kanako, weil es das Schwächste ist. So. Ah ja. Dann ganz dringend. Ja, dann gehen wir mal. So. Here we are. Mhm. Warum ist das jetzt rot? Okay, dein Freund Celio. Okay, dann gehen wir zu Celio in diesem komischen roten Licht. Hey, da. Ah, Celio. So, du kannst es nicht glauben. Mhm. Aber hier ist er. So, wie kommen deine Forschungen voran? Fudel, das ist dein Freund Celio, PC-Maniac. Das ist Fudel, ja, der ist... Der gebe To-Champ. Aha, das ist beeindruckend. Mhm. Du hast keine Lust zu kämpfen, aber er freut sich zu sehen. Okay. It's running fine. Aha, gut. Die können sich noch nicht mit dem... Aha. Okay, wir können es hinkriegen. Mhm. Was soll ich denn für dich tun? Was... Okay. Ja, bring ich hin. Denn das ist nicht Bill, das ist Zoon. Okay. Tri-Pass. Okay, dann kann ich wohl alle hinzuweisen. Okay. Gut. Was soll ich denn noch? Eine Karte. Gut. So, dann... Bringen wir ihm mal den Meteoriten. Es ist immer noch rot. Das ist seltsam. Vielleicht, weil es gerade 5 geworden ist. Ja. Hm? Tuh. Gut. Dann wollen wir mal. Ja, es ist Präabend. Ja, okay. Gut. Hätte ich auch mal lesen können, aber naja. Now, wo ist Lost Hell? Aha. Die bringt dir immer dein Essen. Nee, bin ich nicht. Ich bin kein Freund von Lost Hell. Okay, wo kann sie sein? Aha. I happen to... Okay, ich helfe dir... sie zu finden. Aha. Okay, Rowdies. This is only... Nein, das ist Island 2. Okay. Ja, geh raus mit deinem... mit deinem blöden Fahrrad. Okay. Dann gehen wir so schnell suchen. Am Präabend. Gut. Three Island. Gut, dann wird es ja irgendwo hier sein. Ihr Rowdies. Ah ja, ho, okay. Die Insel gehört dir. So. Ha. So.
geht einfach weg. Ja. Okay, die sind hier nur für ihren Spaß und wollen jetzt hier wohnen, aber man kann nicht machen, dass sie verschwinden. Ja, ich bin nicht freundlich. Ja, mach ich, hey. Ich mach dich fertig, mein Lieber. Am Präabend. Okay, ein Rinnen. Gut. Machen wir es mal. Oder was du... Ach, du warst ja Feuer. Ich habe es schon vergessen. In dem Moment, als ich die Attacke auswerte. Und auch noch gequittet. Und auch... ja. Gut, und jetzt ist es auch schon platt. Da werden wir noch welche, die trainiert werden müssen. Rumia zum Beispiel. So. Aha. Also Feuer-Psycho. Gut. Umso besser. Noch ein Renö, dann lasse ich Rumia draußen. Gut. Ja, es ist sehr effektiv. Bitte flinche. Nö, das tut mir nicht weh. Das ist keine Kampfattacke. So. Und kaputt. Ja, ich habe den Biker Goon besiegt und ein bisschen Geld bekommen. Ah. Ja, warum sollte ich auf eurer Seite sein? Nur weil ich von Kanto bin? Ein Hina. Mhm. Ah, bist du nicht schon mächtig genug mit deinem Erdbeben? Und kaputt. Muss ich jetzt gegen alle kämpfen? Das ist ermüdend. So, den Goon haben wir auch besiegt. Wieder mit ein bisschen Geld. Habt mehr Geld dabei, ihr habt doch Motorräder. Ja, ich weiß, dass ich uncool bin. Ein Rinnen. Mit einem Erdbeben. Gecrittet. Mhm. So, hast du auch nur 780? Ja. Nächster. Ah. Ja, ich bin deren Freund. Oh, bist du der Boss? Ein Momichi hat man lang nicht mehr. Was ist ein Normal-Tobomon? Und ich bin ein Erdbebomon. Oh, nicht direkt tot. Wirklich, guten Schlag. Das nützt dir auch nichts. Was hast du eigentlich für komische Füße? Hast du Schweinefüße? 48? Hm. Was immer du bist. Eins, das ein Erdbeben abkriegt. Und mir nichts tut. Boah. Und kaputt. Kaputt. Du hattest ein bisschen mehr Geld dabei. Fahrt ihr jetzt wieder? Ja, genau. Und weg sind sie. Erin Center. Ihr braucht euch nicht bei mir zu bedanken. Ich suche nur jemanden. Bitte sehr.
Und sie sind wieder voll belebt. Die Bondbrücke. Wir weichen wieder überflüssigen Kämpfen. Wir haben noch ein paar. Irgendwo. Hab ich die alle schon verbraucht? Nee. Da, 5 Stück haben wir noch. So. Ich will eigentlich gegen niemanden kämpfen. Muss ich aber, weil ich keinen Zerschneider dabei habe. Oder? Ah. Ah ja, ich vergaß. Es gibt ja auch noch Tomon, die wesentlich stärker oder gleich sind. Mystia. Ah, so siehst du also weiterentwickelt aus. Nimm das hier. So, aber es ist sehr effektiv. Ja. Ein Medicine. Ja, nehmen wir alles mit. Ja. Ist kein guter Ort, um das zu trainieren. Stärke. Ich hätte ja auch den EP-Teiler haben können, wenn ich mehr Tomon gefangen hätte. Ah, Poison Buddy, okay. Ja. Stärke. Du solltest nächste oder übernächste Runde eh kaputt sein. Jetzt muss ich aber fliehen können. Gut. So, nicht kämpfen. Er will einfach nicht kämpfen. Ja, ich suche nur jemanden. Ich will gar nicht kämpfen. Das Aroma Lady, oh. Okay. 51, okay. Doch ein bisschen stark hier. Bist du Pflanze Wasser? Gucken wir mal. Okay. Du bist Pflanze Wasser. Genau, das ist ja nur 12 Level drunter. Alter. Ja. Mist. Ja, von mir aus. Joa, joa, joa. Du hast wenigstens noch etwas da entgegenzusetzen. Eisstrahl. Wasserstoß. Oh. Nochmal Eisstrahl. Ja, gut. Nö. Bleiben die auf dem Level? Ja, aber natürlich. Mach mal Psi-Strahl. Kommen wir hier eigentlich nochmal raus? Uah, verwirrt. Egal. Wir ziehen das durch. Eisstrahl. Könnte ja sein, dass wir sie einfrieren. Jo. Hm.
Okay. Mal gucken, was du ausrichten kannst. Sprungkick. Ach ja. Aha. Na, immerhin etwas. Machen wir weiter. Oh, Wasserstoß. Gut, das war's dann mit dir. Gut, Level 39, immerhin. Nö, lass mal drin. Nochmal stärker. Hilft das? Ja. Ein bisschen mehr als der Sprung. Da wäre noch ein bisschen. Rasierwindattacke. Ja, es ist sehr effektiv. So, du kommst nicht mehr zum Angriff. Ich habe noch einen Revive, wenn ich mich nicht irre. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als Alice wieder zu beleben. Okay. Wir probieren es nichtsdestotrotz weiter. Oh. Ja, hätte ich auch nicht treffen können. Naja, was soll's. Ja, es wird Zeit zu trainieren. Aber, na, noch nicht. Eisstrahl. Achso, ja, dann noch ein Eisstrahl und dann sollte es das gewesen sein. Erin Center. Aber ordentlich. Muss man sagen. Oh, Aroma Lady. Ja, aber du bist auch nicht ohne gewesen. So, nochmal schnell zum Erin Center fahren. Ist da unten irgendwas? Da muss irgendwas sein. Aber ich nehme mir keinen, der Zerschneider hat, mit. Ja. Fahren, 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 fahren und könnten uns hier wahrscheinlich noch so einiges holen. Ach, das Kanako ist wieder vorne, ne? Ja, wir nehmen das Subaku mal nach vorne, weil wir ja nicht kämpfen wollen. Und jetzt setzen wir wieder einen Schutz ein. Ein Schutz, ein Schutz, ein Schutz. Da. Vier haben wir noch. So, mhm. Ja. Wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen hier nur fahren. So, du Aroma-Lady, du. Ich will auch nicht gegen dich kämpfen. Und nicht gegen dich und nicht gegen dich. Bist du eine Göre oder wieder eine Aroma-Lady? Die Aroma-Lady gerade war nämlich schon. Aber nur zwei. Und ein Yuka. Du bist auch nur Level 54 Erdbeben. Ja, ich vergesse das Aroma, Ladies, ja. Ja. Wir wechseln rüber zu... Nee, zu Rumia.
ist ja nur 15 Level drunter. Oha. It's not very effective. Aber 15 Level drüber. Na, ein bisschen Käfer, ne? Aber du flippst. Vielleicht kriegen wir dich ja so klein. Laufklinge. Ah, ja. Wäre gut, wenn wir mal eine Feuerattacke dabei hätten. Wir haben ja eine TM namens Rasierwind. Ja, müsste eine Vierfachschwäche sein. Ja, wir können nochmal angreifen. Immerhin. Machst du vielleicht was anderes? Ja, das ist mein... Das ist in Ordnung. Könntest du das nochmal machen? Danke. Zahltag. Ja. Auch ordentlich XP hier. Auch ein Yuka. Nö. Mach mal nochmal Rasierwind. Ist ja jetzt 16 Level drüber. Knall. Ah, mach dich stärker. Alles, was du willst. Solange ich dich schwächen kann, ist mir das egal. Aua. Warte mal, du bist Käferpflanze? Müsste das nicht eine Vierfachschwäche haben? Ja. Oder ist einfach nur ultra schwach dagegen. So, Eisstrahl. Kaputt. Ja, wir haben eine Schwäche gegen... Pflanzen-Pokémon. Und haben wir denn die Arena geschafft? Ja, mit dem Flug-Pokémon. Mhm. Tuchmon natürlich. So, und jetzt wieder einem Haufen Trainern ausweichen. Vorsicht. Da könnte man zerschneiden. Ich hätte Zerschneider mitnehmen sollen. Ja, ich hätte Zerschneider mitnehmen sollen. Und da erinnere ich mich dran, dass ich auch schon letztes Mal hätte Zerschneider mitnehmen sollen. Na, haben wir noch welche. Ja, Item. Ja, wir möchten darüber smurfen. Hep. So, hi. Lostel, ah, ich soll dir helfen. Okay. Wo ist es denn? Ah, so, da kommt schon wieder. Ein gruseliges Tohumon. Mhm. Ein Level 30 IQ. Hältst du dem hier stand? Ah, der Part wird auch wieder ein bisschen länger, wie ich sehe. Das ist sehr effektiv. Und weg ist das Tohumon. Mhm. Ja. Gut. Dann habe ich eine Ipapaberi. Okay. Dann gehen wir. Das ging schnell. Ja. Wie kann man mir danken? Mhm. Listen, listen, hey, 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 listen, listen, listen. please show me you being cool again. Ja. Oh. Genau. Von Zoon. Ah ja, ist vom Zoon. Mhm. Ja, ein Mondstein. Endlich.
Item Pocket und den brauchten wir ja auch noch. Ist bestimmt ganz unten. So. Ja. Arr, ein Piratenruf, ja. Zu Fumia. Gut. Und wir fahren zurück zu Sun. Nachdem wir im Torus, im Erin Center waren. Ja, heil mich. Gut. So, ja, das habe ich auch. Dann wollen wir mal. Zu Island 1. Ja, Island 1, genau. So, reden wir noch schnell mit Sun, dann schließen wir die Episode nämlich einfach ab. Hi Sun. Oh, hi. Ich musste wem helfen. Du hast den PC hingekriegt, sehr schön. Ja, das ging unheimlich schnell, der ist halt beeindruckend. Okay. Genau, ihr seid beide ganz klasse. Sun, ja. Du bist mit dem Job fertig. Dann gehen wir zurück zu Kanto. Ja, du zeigst mir irgendwann die Insel. So, das war doch lang, ja. Ja, vielleicht komme ich nochmal hin. Tja, ja. Okay, von... war, glaube ich, Major Bob City. Gut, war es das jetzt? Jetzt sind wir... können wir uns frei bewegen. Da machen wir nochmal 10, 20 Stück von. So. Okay, meinetwegen. Ja, 21 bitte. So. Bitte. Und ich würde sagen, was uns jetzt... Ich glaube, wir kommen jetzt zurück nach Alabastia. Und dann erwartet uns die letzte Arena und auch schon die Pokémon-Liga. Sagen, was schauen wir uns dann noch beim nächsten Mal an? Mit der sonnigsten Chor aller Zeiten, mit der Lady Letty und mit mir, dem lieben Fool, wenn es wieder heißt, Tomon. Ich würde mal sagen, bis dann.